Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Phil. Und ich bin die Caro. Wir sind vom Kanal The Sunny Side auf YouTube. Und wir stehen gerade auf der Adventure South Side 2018 in Eigeltingen am Bodensee. Im Endeffekt machen wir halt einfach die ganzen rostigen Teile, Türscharniere, Scheibenrahmenhalter, alles was ständig wegblüht am Defender, haben wir halt verbessert. Wenn man sich das wirklich mal im Detail anschaut. Ja, wahrscheinlich Hecktür. Das sind die Hecktürscharniere. Da sind wir vom eigentlichen Design weggegangen, weil wir gesagt haben, wir wollen Traglast. Gerade mit dem Reserverad an der Hecktür. Sie schlagen schnell aus, die Originalscharniere, oder die Bolzen brechen. Das ist 100 Kilo Traglast pro Scharnier. Also der separate Reserveradhalter wird sich gespart. Farbe. Mein Name ist Gerhard Börner von der Blickdich Manufaktur. Heute sind wir an dem Toyota HZJ78 und wir sind diejenigen, die Blidimax und Blidimax Black vertreiben. Machen Sie mal die Tür auf, nehmen Sie eine Nase, um zu gucken, wie der Ter. Ja, ist richtig angenehm. Überhaupt nicht so heiß wie draußen. Es ist super dunkel, es kommt fast gar kein Licht rein, fällt mir hier erstmal auf. Wenn man es richtig installiert und nicht so schlumpfig wie wir gerade da hinten, dann kommt auch gar kein Licht rein. Man kann es so dunkel machen, dass man die Hand vor Augen nicht sieht. Super passgenau, super Qualität, fühlt sich extrem gut an. Es stinkt nicht nach Plastik oder so, es ist wirklich... Dadurch, dass wir 8 Lagen haben, Diolenwatten, Schäume, entsprechend auch dicke weitere aluminisierte Folien. Ja. Aber richtig. So, und wenn ihr jetzt sagt, ja klar, das ist hier wie beim Zauberer, Magic Wand und so. Wir gehen mal hier hinter. Seht ihr, hier ist nur Strom und Batterie. Das geht wirklich durch den Filter. Krass, oder? Das kann ich trinken? Ja, kannst du trinken. Das riecht total frisch, wie halt Wasser. Schmeckt wie Wasser. Keine Erde, da ist nichts drin, das kannst du nicht. Also das ist ein Defender-Kunden, die haben meistens einen kleinen Tank. Das heißt, der hat dann so bis 100 Liter ungefähr. Ja. Und die nehmen dann so eine Einzelanlage. Ja. Die Qualität ist die gleiche wie hier auch. Ja. Nur hier arbeiten zwei parallel. Ja. Und hier arbeiten nur einer. Und dadurch geht es durch ein bisschen langsamer. Das ist der einzige Unterschied. Sonst bleibt es gleich. So, jetzt gucken wir uns mal hier diesen fetten MAN an. Was für eine Kiste. 120 PS stark, ja, bei einem doch recht kompakten Auto, weil es nur 3,70 Meter lang ist. Mhm. Also vom Radstand meine ich, von der Gesamtlänge sind es 7,90 Meter. Wenn man 16er Räder verbaut hat, also so ziemlich das Größte, was man auf Expeditionsmobile so in der Regel macht. Und dem ganzen Auto nochmal zusätzlich eine kleine Leistungsanpassung gegeben hat. Man sitzt auf dem Typenschild 13,525, das bedeutet zulässiges Gesamtgewicht 13 Tonnen, 520 PS. Also das heißt deutlich nochmal 100 PS mehr als Serie. Und damit ist es halt mit dem relativ geringen Gewicht echt eine kleine Fahrinnovation. Seit 7 Jahren bastel ich, wenn ich Zeit habe, mal darum rum, meine Familie sich irgendwo verdoppelt hat. Und um dem Platz gerecht zu werden, haben wir dem Auto dieses Jahr ein Dachzelt verpasst. Zentrale, also das heißt, wie es in vielen Expeditionsmobilen ist. Hier kommt man direkt nach vorne. Hier kommt man nach vorne, einen Kühlschrank, große Solaranlage, viel Strom und, langs an, eiskaltes Bier. Eiskaltes Bier, wow, das ist geil. Guckt mal hier, der spessert Specht. Jetzt hier die Fahrstellung, weil in der Fahrstellung die massive Konstruktion hier gleichzeitig der Unterfahrschutz ist, der gesetzlich vorgeschrieben ist. Normalerweise, anstelle deiner Frau, steht hier die Alp drauf. Na, und die Alp fährt mit. Das ist das sogenannte Brückenholer. Wohnmobile selbst ausbauen und optimieren. Und das ist der Uli. Und der hat das Buch geschrieben. Und ich glaube, das ist die Bibel für jeden Selbstausbauer. So sagt man, manche zumindest. Ja, ihr findet hier drin alles. Also von Strom über Grundrisse, über Touren, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Material, alles. Wer sich so ein Auto selbst ausbauen will, der kann hier, dem lege ich mal dieses Buch ans Herz. Das habe ich nämlich auch und das ist sehr gut. Wir stehen hier bei Red Rock. Wir bieten also Griechenlandreisen an, damit hat alles angefangen.
Und aus den Reisen heraus haben wir weitere Dinge entwickelt, wie zum Beispiel unser Offroad-Intensivtraining, Offroad-Abenteuertage, Touren in die Eifel und so weiter. Und eben das ganze Thema Innenausbauten für die Fahrzeuge, weil man will ja auf den Reisen auch irgendwo komfortabel reisen, irgendwo schlafen können, warm, trocken, sauber. Und damit beschäftigen wir uns hier. Das ist ein Jeep Wrangler. Hier jetzt Baujahr 2009, der also von uns innerhalb, das ist so unser Credo, wir können einen Serien-Jeep Wrangler innerhalb von 4 Stunden zum Offroad-Reisemobil umbauen. Dann kann man eben mit dem Fahrzeug direkt auf Reise gehen. Perfekt, das ist nicht schlecht. Das haben wir jetzt ganz neu. Das erste Mal hier stellen wir das aus auf der Adventure Southside. Das ist also unsere Gourmet-Box. Was uns halt immer so genervt hat bei Reisen war, man muss immer ewig lange suchen. Ne? Alles ist irgendwo. Ich muss meine Gaskartusche suchen, meinen Kocher suchen, mein Feuerzeug suchen. Das hat jetzt ein Ende. Weil alles, was ich hier brauche, ist in dieser Box drin. Also wenn ich mir jetzt mal hier einen improvisierten Kaffee koche, dann habe ich also hier meine Küchenbox. Hier ist alles drin. Was immer der Knaller ist, wo dann viele gucken. Ich brauche erstmal mein Topfset. Das hier sind 3 Töpfe und eine Pfanne. Ich halte mich hier für den mittleren Topf. Oder wir haben gesagt, wir wollen Kaffee kochen. Ne? Gut, dann nehmen wir halt hier unser kleines Kaffeekännchen. Wahnsinn. Wow. Setzen das hier drauf. Und was ich eben sagte, ist, ich muss jetzt nicht suchen. Ne? Also Gas ist direkt angeschlossen. Ich kann also hier jetzt entzünden. Feuerzeug ist auch, muss ich nicht suchen. Und loslegen. Aber auch, das haben wir beim Nachbarstand gestern gekauft. Das ist nämlich ganz praktisch. Ach, dieses, also ja, das haben wir auch bekommen. Diesen Saugfuß. Ja. Ne? Ja. Und dann kann ich sagen, wenn ich hier koche, mache ich mir das halt so lange hier hin. Dann habe ich für meinen Topf, den ich da eben benutzt habe, eben auch Wasser. Ja? Alles direkt vor. Hier ist die Kühlbox, die also integrierter Teil der Liegefläche ist. Somit sparen wir wieder Material und damit Gewicht. Bei dieser Kühlbox habe ich halt den Vorteil, dadurch, dass sie halt komplett plan ist, kann ich da also wunderbar drauf schlafen. Der Kompressor ist auch so leise, dass ich den nachts eigentlich nicht höre. Die Möglichkeit, hier ein Doppelbatteriesystem einzubauen. Wir verbauen da das System von National Luna. Dass meine Handys laden will und was weiß ich nicht alles. Das kann ich dann alles über die Zusatzbatterie machen und stresse nicht meine Starterbatterie. Ja. Jetzt haben wir hier so lange Quatsch. Mittlerweile sind die Tore auch offen und es ist wieder brechend voll. Es sind Tausende von Leuten hier. Ist der Hammer. So, Caro muss jetzt gerade, wir haben übrigens unseren Stand da vorne und den bewacht Caro und ich gehe jetzt noch ein bisschen rum. Guck mal hier, was ich hier gerade sehe, auch sehr cool. Saughalter. Wow, die sind alle echt gut feste. Der Sebastian, der zeigt uns jetzt mal, was wir hier haben. Hallo Sebastian. Hi. Philipp. Also wir haben hier unser seit über 25 Jahren bewährtes Reifendruckregelsystem, nennt sich STIS Stageless 1-1. STIS steht für Semi-Automatic Tire Inflation System. Das ist ein halbautomatisches Reifendruckregelsystem. Halbautomatisch aus dem Grund, weil dieses System nur im Stand funktioniert. Kann also nicht während der Fahrt. Aber das wäre jetzt so ein Defender-Version. Das wird aber auch gerne an Unimox verwendet. Ah ja, okay. Wir haben hier zum Beispiel was ganz Spezielles. Wir sehen hier die Original-Sitzkonsole aus einer Mercedes G-Klasse. Diese Klappe, das sind alles OEM-Teile, Erstausrüstung. Hier drunter können wir dann unseren Kompressor unterbringen. Das ist ein 2-Zylinder-Boxer-Kompressor. In jedem Regelvorgang sind die Leitungen drucklos. Man stellt sich vor, man gibt zum Beispiel 6 Bar auf einen Reifen, nimmt dann die Schnellkupplung ab und wenn man die Masse beschleunigt, das ist halt saugefährlich, wenn einem so ein Teil ins Gesicht fliegt oder irgendwo anders hin. Jo. Können wir uns nicht erlauben. Aus diesem Grund ist es so bei den Systemen, dass man zuerst den Zieldruck vorwählen muss und dann die Kupplungen an die Ventile verbinden. Das System hat hier 4 voreingestellte Drücke. Der Emergency-Druck, der dient wirklich nur dafür, sich selbst befreien zu können, wenn man sich mal festgefahren hat. Ja, das ist dann richtig flach, oder? Das sind dann bei uns, so im Sand zum Beispiel. Ja, ja. Bei uns, in unserem Anwendungsfall sind das 0,8 Bar. Das ist es so, man kann es ganz gut auf dem T-Shirt sehen, was mit der Aufstandsfläche passiert. Wenn man vom höchsten Druck, den man fährt, auf den niedrigsten geht, sie verlängert sich. Und dadurch hat man im Vergleich von hier nach da 100% mehr Traktion im Zweifel.
Die travelbare Minibar. Voll gut. Oh, mit Pimm's Number One in der Dose. Wie geil ist das denn? Ist wie bei der Queen hier. Stream Heavy Duty Canvas. Geil. Das ist auf jeden Fall irgendwie... Ja, ist halt nicht der Gummikram, ne? Ja. Und guck mal da, wer da kommt. Die Hermanns. Ach, hallo. Hallo, ja, guten Tag. Wir haben euch gerade schon vermisst. Wir waren nämlich bei Frontrunner am Stand. Aber ihr habt da so ein cooles Schild, dass ihr gleich wieder da. Ja. Ja. Gleich wieder da. Fantastisch aus. Wir schwitzen ja immer recht viel bei unseren Gummibezügen hier. Genau, und das ist halt 100% Baumwolle. Das ist halt total angenehm zum Sitzen. Und das große Vorteil ist, man kann sie waschen. Man wirft sie halt in die Waschmaschine bei 30 Grad, wenn man was drauf geht, und dann zieht man sie drauf und hat eigentlich immer ein sauberes, angenehmes, gerade im Sommer. Selbst Ledersitze kleben ja auf die Dauer. Ja. Und die machen wir in Südafrika, ist alles eigene Fabrik, eigene Herstellung, und kommt aus Port Elizabeth, Eastern Cape, ist zwischen Durban und Cape Town. Das ist unser Hauptgeschäft. Wir machen 400 verschiedene Modelle. Wir machen also nicht nur Land Rover, noch Range Rover, Mitsubishi, Pajeros, Fords, Ranges und Land Cruisers natürlich. Richtig geil. Ja. Schönen kalten Shampoos. Ja. Super. Hatscht auch so geil, man hat so richtiges. Da gehen die Schlangen und Skorpione weg. Ne? Von dem Knatschen? Ja. Ehrlich? Ja. Dafür, ja, darum knatschen. Das ist ja der Hammer. Der ist voll bequem. Sehr bequem. Geil. So. So Leute, das war die Adventure Southside 2018. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Inspirationen gefunden. Schaut auf The Sunnyside vorbei. Bei uns gibt es auch demnächst ganz viel Neues. Wir sind da unterwegs. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja. Der Weg lohnt sich, und hier ist große Abreisestimmung, und es fängt gerade an zu regnen. Da würde ich sagen, bye bye. Tschüss. Tschüss.